Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, das ist jetzt die zweite Folge, die ich hinterher aufnehme. Skype habe ich jetzt abgedreht, das heißt, es sollten jetzt keine Zwischengeräusche mehr kommen. Genau, ich habe mir die Eier mitgenommen. Die Hühner wäre ich vorläufig, kann ich es eigentlich auch so frei rumrennen lassen? Schau mal. Kein neues Huhn. Aber wir haben ja noch genug Samen, um die Hühner, die schon da sind, damit wir die vermehren können. So, da haben wir schon. Ah, es sind sogar drei drinnen. Können wir die irgendwie rauslocken? Ich glaube, wenn die da jetzt Nachwuchs kriegen, würde der wahrscheinlich absaufen. Oder? Kann das schwimmen? Scheint so. Weil früher dachte ich immer, wow, was sind die. Konnten die Jungen nicht schwimmen? Aber das dürften sie geändert haben. Das heißt, wir haben hier unseren Hühnerteich. Auch nicht schlecht. Gut. Ah, da haben wir noch ein Ei. Wieder nichts. Genau, Landkarte wollte ich machen. Da fehlt uns aber noch das Papier. Ich meine, ich hätte ja Knochen, ich könnte mir Knochenmehl machen. Und den Bambus, das müsste ja gleich beim Bambus auch gehen, dass wir den etwas schneller wachsen lassen. Schau mal, wie weit wir damit kommen, beziehungsweise ob es überhaupt geht. Ah, okay, bei Bambus geht's gar nicht. Den können wir nicht wachsen lassen. Da müssen wir wirklich warten, bis der natürlich ausgewachsen ist. Was magst du da? Geh lieber runter. Sonst fliegst du noch im Brunnen rein. Sollte ich vielleicht auch etwas absichern. Nicht, dass dann wirklich einer baden geht. Zäune habe ich ja. Habe ich ja noch. Da ich auch ein Tor für Notfälle. Da ich die Folge direkt aufnehme, kann ich natürlich noch nicht, sollte sie mir schon irgendwelche Kommentare, Vorschläge oder irgendwas geschickt haben, kann ich darauf noch nicht eingehen. Aber werde das natürlich dann in der nächsten Aufnahmesession natürlich dann auf alles eingehen und auch die Sachen so weit möglich umsetzen. Oh, Nacht wird's wieder. Dann sollten wir uns wieder schlafen legen. Genau, von der Länge her habe ich ja bis jetzt immer so die Folgen 15 Minuten, 16 Minuten, wenn es lang sind, maximal 20. Ich versuche es eher kürzer zu halten. Ich hoffe, das passt so für euch. Wenn du sagst, ihr wollt es länger haben, wäre es für mich jetzt auch kein Problem. Weil wenn ich mal aufnehme, wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, 10 Minuten länger pro Folge aufnehme, wäre es auch nicht, auch jetzt nicht so das große Problem. Ja, dann, genau, ich wollte schauen, ob ich diesen einen Smaragd vielleicht gegen irgendwas tauschen kann. Der will Gold haben.
Ein Gold hätte ich, aber schauen wir mal, ob wir es irgendwo billiger kriegen. Ah, der will Kohle. Kohle. Kohle habe ich ja. Kohle könnte man tauschen, weil da ich eh mehr als genug. Und ich kann ja auch Holzkohle jederzeit herstellen. Dann schauen wir mal. Einmal. Bin ich gespannt, ob er ein neues Angebot hat, beziehungsweise welches Angebot. Damals ist das ein Eisenhelm. Jetzt will er Eisenbahn haben. Und verkauft uns für Eisenbahn Smaragde. Und für Smaragde könnten wir uns ein Eisenbrustpanzer holen. Gut, Ausrüstung habe ich noch, beziehungsweise können wir uns selber herstellen. Was hat der zum Anbieten? Eine Lederhose. Schauen wir mal, was die anderen noch haben. Ob es da vielleicht noch bessere Angebote gibt. Wo haben sich die anderen versteckt? Ah, da hinten. Da ist quasi der Bibliothekar. Was hat der zu bieten? Ah ja, der hat das Zauberbuch. Da brauchen wir aber mehr Smaragde. Und was hast du so zu bieten? Ah ja, der will auch Gold. Genau, Priester, die sind alle auf Gold aus. Ist da eigentlich noch wer? Nö. Gut, dann werde ich mit dem noch reden. War das der? Nein. Oder war das der Fleischermeister? Ah ja, genau. Ich werde den eine Lederhose abkaufen. In Reserve kann man es immer brauchen. Und vielleicht gibt es ja was Neues, Interessantes, was man handeln können mit dem. Hat er da eine Lederjacke mit Feuerschutz? Okay, der hat nur ein neues Angebot. Na gut. Habe ich sonst noch irgendwen übersehen? Von den Dorfbewohnern? Nö, sonst nicht wirklich. Ah ja, Hühner rennen ja da auch noch eine Menge rum. Schauen wir mal, ob wir da noch ein paar vermehren können. Ich war irgendwo. Irgendwo hier war gleich noch ein Huhn. Dachte ich, hätte hier noch ein Huhn gesehen. Ah ja, wie geht's den Hühnern da eigentlich? Ah ja, das Junge lebt immer noch. So, hier haben wir einen Huhn. Schauen wir mal, ob wir noch eins. Ich dachte, ich hätte mehr Hühner, aber nö, war eine Einbildung. Ah, das wächst auch schon langsam. Okay. So, dann gehen wir das wieder zurück. Okay, Bier, das wird noch etwas dauern. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich war jetzt schon in der Richtung, ich habe mich da etwas umgeschaut, ich könnte mir ja da hinten die Berge noch etwas anschauen. Also solange ich darauf warte quasi,